Hallo Leute, willkommen zu Mr. Angezeugt, Spiel Summoner's War. So, los kann's gehen. Ich muss euch mal was zeigen. Ich habe im Shop diese Rune. Kostet 597.000. Ich habe 68.000, ich glaube, ihr seht das ja nicht. Die wäre so göttlich für mein Kumar. HP 11%, Def, Resisten, klar, Kumar bräuchte noch irgendein netteres Substat, aber die wäre richtig, richtig gut. 597.000. Vielleicht probieren wir jetzt erstmal ein bisschen, was sollte ich farmen? Ups. Also aktuell habe ich auf Kumar das hier, die ist gut, auf jeden Fall. 5 Sterne, 43. Wenn ich sie aufgewertet bekommen würde, würde sie auf 51 springen. Mit Speed, das ist alles nett. Schrottwert, Schrottwert, Crit, okay. Tja, die würde mein Kumar noch fetter machen, wie er ist. Ich, 597.000, was sollen wir da machen? Wir machen erstmal den Wunsch, vielleicht ziehen wir 500.000. So, hier 150.000 würde uns näher ranbringen, würde uns aber nichts bringen. Möchtest du den Wunsch äußern? Ei, logisch möchte ich das. Tja, ich mag wie immer das nicht so sehr. Über alles andere freue ich mich. Oh, es geht nicht in die... Komm, 150.000. Nein, 10.000 waren das. Ja, gut. Helfen jetzt bei dem Problem nicht weiter, dass mir noch 500.000 Mana fehlen. Ich wollte mir als erstes mal mit euch den Event angucken. Dann muss ich im Shop noch einen Devilmon kaufen. Und dann, jo. So. Also, es gibt bis zum 24. läuft der Event, der läuft schon, heimlich hat er sich angeschlichen und man kriegt hier unten dann ja, wie gesagt, ich habe es noch nicht so ganz, also ich denke, die Monster, die hier drauf sind, sind nur Muster. Also man muss 20, 4 Sterne, also von 3 auf 4, 5 von 4 auf 5, einer von 6 auf 1. Das ist aber genau ausgerechnet, dass ich theoretisch mit den 20 hier die 5 und dann den mit den 5 quasi aufleveln kann. Also theoretisch musst du einfach nur einen auf 6 Sterne bringen, dann hast du das. Wenn du halt natürlich die Monster dafür trainierst. Und wenn du das natürlich 15 Mal machst, kriegst du einen Devilmon. Und sonst hier halt immer Regenbogenmon. Ich sag mal so, das ist kein Quest, wo man jetzt irgendwie hart was dafür machen muss. Man muss eine Monster erwecken oder nicht. Und dann kriegt man was oder nicht. Ich habe halt die letzte Zeit schon viel auf 4 Sterne gemacht. Also das wird mir schwer fallen. Aber vielleicht, ich habe einen Boost gekriegt, ich weiß ehrlich gesagt nicht wofür, hier, oh, Geschenk von Comtoas, auch nochmal 100 Gems und ein 12-Stunden-Boost, vielleicht kann ich am Wochenende ein bisschen farmen, dass ich einmal 12 Stunden farmen durchziehe, um ein paar Monster zu leveln, um bei dem Event durchzukommen, gucken wir mal, weiß ich noch nicht, wie ich Lust und Laune habe, Ehrenshop. Nehmen wir auf jeden Fall das Devilmon für 180 Ehrenpunkte. Und das stecken wir als letztes, uns fehlendes Devilmon, in den Drachen rein. Und ihr seht hier, guckt, die habe ich alle aufgewertet. Also ich kann ganz viel auf 5 Sterne machen, aber mir fehlt dazu einiges, was ich auf 4 Sterne noch machen kann. Gucken wir mal, ich habe eh so viel Dreck in meiner Kiste. Darum wird mir so ein Farm-Event tatsächlich Bock machen, weil das Farmen macht mir nach der Arena und Gildenkampf am meisten Spaß. So, Cyrus, feuriger Atem, er ist Max-Skilled. Sehr nett. Sehr cool. Jetzt ist die Frage, wen skill ich als nächstes? Und da bin ich tatsächlich gerade total überfordert. Ich hab so viel Gutes zur Auswahl, das ist echt ärgerlich. Lucian hat noch keine Fähigkeiten. Also einmal. Ja, Braha. Chasun. Also ich denke, ich werde mich an Chasun halten. Wie viel brauchen wir da noch? 2. Im Endeffekt 2. Wenn die beiden kommen würden, wäre ich glücklich. Okay, Chasun wird's nächste sein. Ich habe so viel Gutes, was noch was vertragen kann.
Praha wäre ganz cool. Gerade hier hinten. Minus 2 Cooltime kann das kriegen. Alle 4 Runden den Big Heal. Und auch der hier, die Fähigkeit echt, echt gut. Auch Tyron und Barretta sind bei mir ungedings. Und Tyron macht jetzt schon echt gute Arbeit. Ich habe so viele Monster, die Gefährlichkeit levelt werden müssen, aber so jetzt hier bei den Paketen, okay, das hier finde ich sogar halbwegs irgendwie interessant, aber das Runenpaket und das, wie heißt, das Runen und was, worüber habe ich gerade geredet? Das Devilmon-Paket, wo man 3 Devilmon kriegt, finde ich, lohnt sich irgendwie überhaupt nicht, auch egal wie sehr ich das müsste. Aber jetzt ohne lang rumzuschwätzen, ich habe keine mystische Schriftrolle und darum habe ich, also ich habe 449 Gems. Wenn wir da mal reingucken. Also, diese Woche, Annabelle, Vanessa, ich weiß nicht, wie der Prasser heißt, Meeresherrscher, Wind, Galleon, den ich sehr gerne hätte. Und Bryant, den ich sehr gerne hätte. Sonst nehme ich für Leveln, nehme ich für Leveln. Sonst brauchen wir davon nichts. Nächste Woche ist für mich nichts dabei. Also klar, hier Wind, nee, Wasser, Polarkönigin, die ist richtig nice, finde ich die. Auch, ja, natürlich die 5-Sterne-Monster sind gut, aber auch die 4-Sterne-Monster bräuchte ich komplett nicht. Und erst hier in 2 Wochen Vanessa. Oh. Wüstenkönigin. Auch ihn bräuchte ich nicht. Haben wir schon. Brauchen wir nicht. Hier Jean würde ich nehmen. Und hier mein most favorite Monster momentan. Bestienjäger für die Vero-Fusion. Und. Oh, guck mal. Noch. Oh, ein Bestienmönch wäre natürlich auch geil. Darum habe ich mich entschlossen. Jetzt quatsche ich mal nicht so lang sinnlos rum. Ich hau jetzt meine Beschwörungssteine raus. Leider fehlt einer. Ich habe versucht, den irgendwie im Tower zu kriegen, aber an den Leveln, wo ich hängen bleibe, bei Hard bin ich bei Level 29 und 30 ist das Level mit Camilla. Ich krieg alle Monster weg, bis auf Camilla und meine komplette Mannschaft lebt noch und dann die Spasti Camilla heilt sich immer hoch. Darum, jetzt machen wir einfach hier. Beschwörung ist das, also Monster of the Day ist das coolste Monster, was wir kriegen. Ich würde mich über Galleon tatsächlich freuen und natürlich die 5 Sterne, aber gehe ich jetzt mal, wie gesagt, wie immer nicht davon aus. Auch ein Bryant hätte ich echt gerne. Todesritter habe ich noch keinen. Und wir gucken mal. Ich denke bei 9 Beschwörungen, ne, 9 sind es nicht, 8. Kann durchaus 8 und ich habe nicht genug Mana. Das heißt, eine Runde laufen wir noch irgendwo durch. Das ist mein Zweitteam-Weltenboss. Drop-Info. Nicht Drop-Info. Mein Erstteam habe ich heute schon gemacht, um. Und ihr seht, was ich alles auf 4 Sterne so nebenbei halt, wenn ich. Oh, ich finde Riesen- und Drachenfarmen, das ist so das Haupt, was man macht, aber es ist langweilig. Riesen habe ich auch ein paar gute Runden gezogen jetzt die letzten Tage. Aber es ist echt langweilig und darum, ich farm eigentlich echt gern Monster hoch. So, egal wie episch ich den Kampf finde, skippen wir den mal schnell. Bam! Schau. Wie viele Punkte brauchen die denn? Ach, guck mal, der Ammann. Ah ja, auf Ammann habe ich gute Runen gepackt. Wie viel. 1, 2, toll, noch nicht mal genug Mana gekriegt. Meine Fresse, das läuft aber heute. So. Dann, was können wir schnell machen? Halle des Feuers. Wir machen einmal einen Riese. Das ist auch mein Drache Maxed. Sehr schön. Also das finde ich echt cool. Aber ja, Siomas habe ich gar nicht bei der Aufzählung. Siomas fehlt natürlich auch noch alles. Also Siomas, Praha, aber wahrscheinlich Shasun. Ich hatte so die ganze Zeit den Gedanken, dass ich als nächstes Bella ja auf 6 Sterne mache, aber einfach wegen der Belohnung. Und da muss ich tatsächlich sagen, wenn ich jetzt an mein Spiel denke, ich spiele relativ. Also Bella nutze ich immer mal wieder an vielen Ecken und Kanten.
aber Chasun nutze ich einfach mehr. Chasun habe ich in meinem Standard-Arena-Deck, in meiner Standard-Arena-Defense, in eigentlich in nahezu jedem, also gut, Secret Dungeons spiele ich nur mit Attackern, aber sonst habe ich Chasun eigentlich nahezu überall dabei und darum wäre eigentlich das Klügste, wenn ich Chasun jetzt als nächstes rannehme. Klar, Theomas ist nice und er macht jetzt schon gemeinen Damage, aber Chasun 6 Sterne und noch die Skill-Ups. Ja. Ich meine, dann kann sie... Warte mal. Ne, klopp mal drauf. Hey, hey, der Glutschwert. So, das hier kann sie dann, glaube ich, alle, was eben haben wir es nachgeguckt, alle drei Runden machen. Ist nur ein Skill-Up. Ja, stimmt. Also, aber alle drei Runden und alle, das ist schon nice. So, könntet ihr mal die Leute da wegballern? Ihr trödelt so, weil ich da immer drauf geklickt habe. Ich mag es eigentlich am liebsten, wenn sie die Außen, die schießen können, als erstes wegmachen. Oh, jetzt hat er sein AOE dafür verschwendet. Jo. Aber wie gesagt... Hier habe ich die letzten Tage gute Runen gezogen. Darum, ich farme momentan mehr Riese wie Drache, weil ich hatte es, glaube ich, im letzten Video schon gesagt, ich habe beim Rune-Removal-Day gesehen, ich habe viele gute Gewaltrunen, aber wenig Klinge. Also Fokus habe ich viele gut. Oh, was geht denn da gerade ab? Gucken wir einfach mal nicht hin. Kumar, nett, aber wie wäre es mit dem Drachen? Danke, Chasun. Okay. Der Riese ist echt manchmal auch unberechenbar, aber so, ich sag mal, keine Ahnung, 19 von 20 Kämpfen gewinne ich im Automodus. Und auch die ist jetzt nicht, ja, die Substat ist kacke, aber, 5 Sterne, Attack-Rune. Ja, ich habe mit Sicherheit noch, weil ich ja so viele Monster habe, für die, Verwendung. Aber jetzt Beschwörung. Das coolste Monster ist Monster of the Day und wenn nicht das letzte. So, los kann's gehen. Einmal Blitze würden mich freuen. Juhu, hallo mein Buddy. Ja. Golem. Nicht so der Brüller. Ja, komm, aber einmal in... Ich hab irgendwie so... Oh, schön. Food für Chloe. Das ist gut, die ist auch noch nicht gemaxt. So, jetzt muss ich wieder trainieren und dann mache ich wieder meinen Platz, mein Mana weg. Ich sehe das schon, das läuft nicht so gut. Ich nehme irgendein... Habe ich nichts, wo ich was trainieren kann? Okay, ich... Kacke, ich habe so viel Dreck. Und ich traue mich nie auszusortieren. Lager. Hier habe ich immer irgendwann erweitert. Das heißt... Die eine Hälfte ist hier immer im Training. So, komm. Ja, die habe ich mal gebunkert. Habe ich alle erfarmt und noch nicht vertrainiert, weil ich... das werde ich aber jetzt mit dem Event dann wegmachen. Machen wir den hier rüber. Ein Sterne-Monster aufzuleveln ist nämlich das Billigste. Ich kann mich so schwer von Monstern trennen, das ist das so, weil so viele sind so cool. So, das kann ich mir leisten, ohne die Beschwörung in Gefahr zu bringen. Skip, jo, okay. Und jetzt...
Nee, da wollen wir nicht hin. Wir wollen zu den Beschwörungsstückern. Also noch 6 Runden haben wir. Wieder keine Blitze. Komm, dann gib mir eine Epik. Oh. Ist das der Wind? Den habe ich ja nicht noch 100 Mal. Ja, logisch. Konnten wir ja nicht gerade erfahren. Schön, dass ihr den da reingepackt habt. Wieder nichts. Gucken wir. Also das Beste ist, ich habe noch Schulton im Lager, mit dem ich noch nichts gemacht habe, aber. So, noch 4. Keine Blitze, war der Drachenschwanz davor. Gib mir doch wenigstens was, wo ich aufleveln kann. Ey, das ist Kacke. Ah, nochmal ein Werwolf, okay. Komm, dann lass mich noch einen dritten Werwolf ziehen, dann kann ich nämlich mit den drei mein Schulton irgendwann auf 4 Sterne machen, wenn ich das nicht schon gemacht habe. Und ein Mammut. Das letzte, gell? Ja, das letzte und keine Blitze. Okay, auch Food für meinen Greifen. Spectra, schade, schade. Das werde ich mir wahrscheinlich nicht leisten können, in Spectra den Greif direkt rein zu trainieren. 2400, nein. Was machen wir denn noch? Wir haben jetzt noch für irgendwas hätten wir noch Zeit. Gucken wir einfach mal noch in Gildenkampf durch. Aber die ganzen Leute von hinten sind wieder angegriffen. Wir sind jetzt keine ordentliche Gilde mehr. Wir sind jetzt auch eine Farmer-Gilde. Da hat sich die Mehrheit dafür entschieden. Ich hätte lieber Beschwörungssteine genommen. Ein Galleon hätte ich echt gern gehabt. Vielleicht habe ich Glück und krieg irgendwo einen Beschwörungsstein höher, dass ich da noch mal machen kann. Gucken wir mal. Ich finde es jetzt ein bisschen kacke, dass nur die hinten angegriffen wurden. Tja, eigentlich müsste ich den angreifen. Aber, na, guck mal, hier einer war ordentlich. Der hat hier den platt gemacht. Das können aber nicht viele von uns. Sehe ich nicht irgendwie Gildenkampf-Infos oder so? Wer wen hier? Ja. Ich wollte gerade sagen, das können nicht viele. Das kann wahrscheinlich nur Savatsu mit seinem Deck. Ja, ich gucke auch mal, welchen Gegner ich finde. Ich springe dann lieber einfach nochmal zum Easy. Nö. Auch die Pakete finde ich nicht so prickelnd, weil man halt einmal im Monat sich die Dinger so easy erfarmen kann. Da mache ich vielleicht nächstes Mal ein Video dazu, weil ich habe ein recht gutes Deck. Also ich finde Amann dafür ganz wichtig. Darum habe ich ihn mir gebaut. Ich mag Amann nicht, aber für den Regenbogen- und Angelmond-Dungeon ist der echt gut. Weil er halt die Angelmonds, wenn die so aufstampfen, verlieren ja das Monster seine Energie und Amman, wenn er angreift, hielt er ja mit einem Crit-Treffer. Meiner hat jetzt 80% Crit, 82, 83 und dafür, dass ich ihn nicht spiele, ist das halt gut. Also, dass ich noch nicht mal den Fokus. Es war eins der hinteren Monster, die ich geruhnt habe und das mit Gewalt halt auch. Und darum, der ist schon. Vielleicht gefällt er mir irgendwann, aber momentan mag ich Amman nicht. Und, jo. War nichts Spannendes heute. Wieder busy viel geschwätzt. Und ja, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und bis dahin.